Und hier eine kurze Zusammenfassung dieses Videos in 10 Sekunden. Ja, und sehr wichtig, dass du auch viel Geld dabei Wir haben das spanische Festland erreicht und wollen nun nach Almerimar, um dort das Boot auf Vordermann zu bringen. Notwendige Reparaturen stehen an, aber auch noch einige Ausrüstungsgegenstände wollen wir kaufen, denn es ist nicht mehr weit bis zum Atlantik. Doch unsere Pläne ändern sich. Wir sollen Almerimar nicht so schnell erreichen. Der Autopilot streikt und so fahren wir nach Cartagena. Morgen, wir fahren jetzt entlang der spanischen Festlandküste. Die ohne die Bebauung, glaube ich, echt toll wäre. Aber naja, wir haben Bebauung. So, dann schauen wir mal, ob wir auch hier Fische fangen. Gestern waren wir nämlich wenig erfolgreich, was sich da später auch herausstellte. Vielleicht daran lag, dass unser Köder, der sehr gut funktionierte, aber gar keine Haken mehr hatte. Und wir vermuten halt, dass da irgendwie vielleicht Fische angebissen haben, also weil mehrmals surrte sie, und aber dann haben die sich wahrscheinlich mitsamt des Hakens losgerissen. Was heißt, wer immer jetzt auch einen Fisch mit Zungenpiercing findet oder angelt, ist unser. Wir wollen den. Naja, und jetzt wollen wir den nächsten Köder anbringen, weil wir jetzt größenwahnsinnig geworden sind, nehmen wir nochmal eine Spur größer, aber auch in der Mangelung des kleineren. Naja, schauen wir mal. Dann wünschen wir uns selber mal Petri Heil. Und gleichzeitig sage ich Petri Dank. So viel haben wir schon gelernt. Und tatsächlich dauert es nicht lang, bis der erste Fisch wieder an. Ich habe sowas ausgelassen, aber ich ganz schön viel reinzukurbeln. Da war Hund, Katze, Maus, vielleicht sogar noch ein Fisch. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. Wanna cross me cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Moin, liebe Fischereifachverkäuferin. Haben Sie heute was Frisches gefangen? Nee, da hab ich heute gefangen. Der ist lecker, aber der ist scheiße geschnitten. Sieht nach Gemetzel aus. Ja. Jetzt, Mitte Oktober, beißen die Fische vor der spanischen Küste hervorragend. Und selten haben wir so viele Fischer vor der Küste gesehen. Und mit Einbruch der Dunkelheit laufen wir den Hafen von Torrevieja an. Spanien von seiner schönsten Seite. Torrevieja. Ja, sieht nicht nach einer richtigen, schnuckligen Stadt aus. Aber das Gute ist, sehr großer Hafen, sehr gut geschützt. Und man kann im Hafen ankern, was wir gerade machen hier mit ein paar anderen Booten. Ist natürlich kostengünstig.
So, und jetzt muss ich den Hund einsammeln und Gassi fahren. Tschingene! Komm, geh! Kleiner Einkauf hier. Bisschen frisches Brot, Küchenpapier und vor allem natürlich Gassi. Muss ja mal schauen, was man alles verbindet. Jetzt kommen wir auch hier schon wieder zum Hafen, wo ich das Boot irgendwo an den Strand gelegt habe. Dann gleich noch mit dem Beiboot nochmal 2 Kanister Diesel als Reserve holen. Und dann geht's weiter. Mal schauen, ob der Autopilot, der gestern wieder mal seine Geistaufgabe unterwegs mit einer neuen Fehlermeldung, wie er heute drauf ist. Ansonsten fahren wir halt auch nur nicht so weit, wie wir wollten. Kommen, werden später in Almerimar ankommen, als wir wollten. Aber wir kommen sonst in das in Gegenwind rein, was nervig ist. Und das nächste Problem ist eben, dass wir heute sonst nach ursprünglicher Planung weit über 60 oder 65 Meilen hätten und morgen nochmal knapp 90. Und ohne Autopilot ist das ein bisschen anstrengend, da wir hier immer noch eine gute Welle haben. Aber schauen wir mal. Interessant hier. Sie sitzen hier vor Burger King und haben eine Katze dabei. Erste Mal auf dem spanischen Festland essen gehen. Mal gucken, was es so für lokale Spezialitäten gibt. Burger King! Ja, wobei das Schöne ist, Boot, quasi Burger King direkt neben dem Boot. Make sail. Sail in. Ja. Aber wir sind ja nicht zum Essen hier. Okay, nochmal das Ganze. Sondern zum Arbeiten. Okay, stopp. Wie man hört, hört es sich nicht gut an. Und vor allem, es regt sich nichts. Wir bauen den Motor aus und bringen ihn zur Reparatur. Die erste Analyse. Das Zahnrad ist runter. So, Jens hatte Langeweile und dann hat er gesagt, lass uns nach Katagenia gehen und gucken, was wir noch im Boot machen können, was die anderen zwei Handwerker nicht geschafft haben. Und deswegen haben wir jetzt alles auseinandergebaut. Das heißt Katagena. Was habe ich gesagt? Katagena ist ja scheißegal. Ja, und dem war ja das jetzt quasi der Autopilot, der hoffentlich, also der Motor vom Autopilot, der hoffentlich. Das heißt hoffentlich, also er hat ganz blöde Geräusche gemacht und der war auch eventuell verantwortlich, war er vielleicht für die anderen Probleme, weil er einfach viel zu viel arbeiten musste. So, und jetzt haben wir hier in Katagena hoffentlich einen guten Service gefunden, sind aber guter Dinge, weil er machte einen sehr kompetenten Eindruck. Naja, jetzt haben wir den Motor ausgebaut, er schaut mal, ob er ihn retten kann, ob wir einen anderen kriegen. Wir wollen eh nochmal Raymarine generell alles neu machen lassen. Ah, und tausend andere Sachen und wahrscheinlich werden wir die nächsten Tage in, oh, schön da drüben, in Katagena bleiben. Wunderschönen Ausblick. Ja, als Kreuzfahrtschiff, ja. So, erzählen Sie mal etwas dazu. Zu Vision of the Sea? Ja. Meine Vision von der See ist, irgendwann mal wieder vom Hafen loszukommen und auf die See zu fahren und es funktioniert mal alles. Naja gut, aber wie gesagt, alles besser jetzt. Wieso sind wir eigentlich hierhin gekommen? Nach Katagena? Ja. Weil es auf dem Weg nach Almerimalik, wo wir eigentlich hin wollten, dann ja aber der Autopilot nicht funktionierte und es so einfach super anstrengend ist, 80, 90 Meilen von Hand zu steuern, plus das Wetter sich gegen uns entschieden hatte. Und deswegen haben wir hier einen Stopp eingelegt. Und weil du immer noch kränkelst. Aber jetzt ist das schön, ne? Hä? Jetzt ist aber schön. Wir liegen direkt vor Burger King. Aber ah ja, unser neues Restaurant.
in Spanien, unser Lieblingsrestaurant in Spanien. Ja. Falls man uns nach dem Essen in Spanien fragt, Burger King ist immer Burger King. War super. Ganz lecker. Pommes hatten wir. Und weil wir so viel zu tun haben, packen natürlich alle mit an. Wollt ihr nicht wecken? Alles gut. Alles gut. Wir wollen Sikaflex von dem Sprayhut wechseln. Deswegen mache ich jetzt mal den ganzen alten Silikon Sikaflex mal abgemacht werden. Das geht ziemlich einfach, weil es ja wohl schon sehr lange hier drauf ist. Dann mach ich mal an die Arbeit. Mach mal Musik. Un, dos, tres. Radio bitte. Warum? Ich kann nur mit Musik arbeiten. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. Kick rocks if you think you're fucking better, see? I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you stand it right next to me. Ist es nicht? Ja. Yes. Ah, okay. Von einem Bootshändler zum nächsten und jetzt gucken wir mal wieder zurück zum ersten oder zu der Werft, die die meisten Arbeiten erledigen werden. Gut. So. Beste Adresse kann man sagen, oder? Baba. Baba. Honey girl. Uiuiui, hast du recht? Ja, hast recht. Neben den Arbeiten, die wir selber erledigen können, haben wir auch eine Menge ausgesourced. Angefangen von einem neuen Warmwasserboiler, über die Reparatur des Autopiloten bis hin zu neuen Batterien. Wir rüsten um auf Lithium. Und nicht zu vergessen natürlich eine neue Installation der Elektrik. So, wenn weitere Probleme auftauchen, haben wir uns jetzt entschieden, dann nehmen wir doch die AIDA, oder? Können wir uns ja auch gar nicht leisten, weil alles Geld ins alte Boot fließt. Der nächste Job. Die Steuerseile mal, aber die Drähte sind noch alle, sehen ganz gut aus. Müssen wir noch ein bisschen mal reinigen und dann wieder fetten. Und den ganzen Müll raus. Jo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody... Schlimmste ist ja eigentlich nur der Rücken. Tja, wir sind nicht mehr die Jüngste. Du sowieso. Gut, dass wir so viel Lappen geholt haben, ne? Ja, das ist schon noch praktisch. Mal sauber machen. Jo. Das sind übrigens die kleinen Biester, die kleinen Löcher von der alten Sprayhut wahrscheinlich, die unter einer Sika-Naht lagen, die ein bisschen porös war und deswegen regnete es unter Deck. Das soll ja nicht so sein. Ja, jetzt verbauen wir noch ein paar neue Gedärme für die Dilly-Dally. Das sind nämlich die Abflüsse aus dem Cockpit und eigentlich das Center-Cockpit kriegt ja gar nicht so viel Wasser normalerweise. War bislang zumindest so.
Aber jetzt... Wir haben zwei Abflüsse im Cockpit und einer war verstopft, aber so, dass man gar nicht mehr sauber gekriegt hat. Und die Schläuche waren auch alt und die erneuern wir jetzt mal, weil wir gesehen haben, dass doch bei höheren Wellen manchmal ein wenig Wasser reinkommt oder es stark regnet und dann wollen wir ja nicht im Cockpit oder aus dem Cockpit einen Swimmingpool machen. So, das ist halt die Scheiße, dass die alten Rohre noch drin sind. Die sind wahrscheinlich jetzt auch so 33 oder 35 Jahre alt und die kriegt man kaum los von den Anschlüssen. So, wie üblich bei uns Chaos, weil wir wieder am Arbeiten sind. Tada! Schönen Sonntag! Spieß und Puzzle. Nehmen wir Frühsport. Verrenko, Yoga. So stelle ich mir Yoga vor. Man verrenkt sich auf kleinem Raum und alles tut einem weh. Der einzige Unterschied, das ist Aggressions-Yoga. So eine Scheiße hier. Ach, Chris, jetzt Info wieder. Guck mal, wer da ist. Ja, hallo. Nur aufpassen wir hier nicht, dass der aus Versehen irgendwie, ne? So doof ist er auch nicht. Der war gut. Katze ist nicht doof. Ich würde sagen, das ist vom Hund. Ja, glaube ich auch. Trotzdem wird eine DNA-Analyse gemacht von sämtlichen Haaren, die ich aus dem verstopften Ausfluss raushole. Und die werden dann... Huch! Kater wieder. Werden dann. Oh, durch. Hier geholt oder wie auch immer. Ist natürlich doof, wenn rauskommt, dass es meine Rückenhaare sind. Oh, durch, gell? Komm, ich spiele jetzt den Türken. Ja, ja, genau. Eine arbeitet, zwei ja. Schauen zu. Und, naja, vor allem nicht vergessen, doofe Kommentare zu geben. Das können wir. Ja, ja, ich weiß. So, schaust auch zu, was er macht, ne? Katze! Ah, ne, jetzt nicht zeigen. Oh. Ja, nur um das mal zu zeigen, das war halt der alte Schlauch, der saß da oben drauf. Also hier an der Seite war er oben auf dem Anschluss. Kriegt man nicht ab. Also die haben sich so festgesetzt und da muss man alles erstmal Millimeter für Millimeter von unten heranschneiden. Ach guck mal, man kann das ja so filmen, dann sehe ich ja mich auch noch. Toll. Ja, man sieht auch schon lecker. Lecker, so alte Haare. Verwest. Lecker. So, Zeit für den für die Motorinspektion. Ölwechsel fällig, naja, doch viel Motort. Getriebeöl, normales Öl, den Impeller wollen wir wechseln, die Ölfilter wollen wir wechseln. Dieselfilter, da kommt noch mal eine Menge Arbeit. Und dann noch mal schauen, irgendwelche Dichtungen, vielleicht noch mal gucken, ob wir die erneuern müssen. Ja, es wird nicht langweilig. Jens Lieblingsbeschäftigung unter den Toiletten kam. Zum, ich weiß nicht, wie vierten Mal. Ah, ja. Dritten Mal. Vier. Ja, ich glaube auch. Das wunderschöne große Teil. So viel kacken wir. Solange wir die Leitung nicht wieder zukacken. Naja, das ist jetzt wenigstens mal ein Premium-Teil. Also mit vernünftigen. Weil andere, die wir vorher hatten aus der Türkei, die waren ja alle glatt, dann sind die Schläuche wieder abgerutscht. Mhm. Und man kann sie drehen. So, ich muss jetzt nur mal gucken. Der ist so. Jetzt schauen wir mal, wo sich der Jens, in welchem Loch sich Jens heute versteckt hat. Oh, wir haben Wein. Leinenwirr war ja auch noch hier. Leinen zu verkaufen. Nein. Möchten haben Leinen? Nicht mehr als 300 Meter. Und wie findest du deine neue Kabine? Darf ich das nach meinem Geschmack anstreichen? Ja. Pink! Ja, ist ganz schön groß. Ne? Ja, ein paar Seile werden wir da trotzdem noch unterbringen müssen. Teile ich auch meine Kabine mit ein paar Leinen. Ja.
Aber es ist gut, dass direkt hier die Kackkiste ist. Ja, wenn er da fällt es nicht so auf, wenn er nachts ins Bett macht. So. Das, was wir nicht geschafft haben, macht jetzt der Pedro. Oh. Bye bye. Gracias. Yay, die kommen eh wieder. Yay. Und dann bekommen wir spontan Besuch von Asums Bruder, der gerade in der Gegend ist. Ja, die Türen übertreiben wir immer. Hi, alles klar? Ja. Welcome to Spain. Yay. Burger King. Ah, und das sind Leute hier. Ja, ernst, bitte. Und das ist so. Der. Ah, der muss ich hochmachen. Und wir sind halt das die. Hier kommt es nicht an. Das ist meine kleine Schwester. Ja. Hallo. Ich bin der große Bruder. Ein süßes Pärchen. Ja. Thank you.